herzlich willkommen. Heute wieder aus Köln, auch für meine Nicht-Patreons. Ich bin technisch betrachtet seit 2 Wochen wieder aus den USA da, obwohl ich für euch gestern erst zurückgefahren bin. Und ich wollte euch heute mal, obwohl eigentlich Minimalismus-Thema ist, ich werde früher oder später wieder in meinen normalen Rhythmus kommen. Ich wollte euch aber heute nochmal erzählen, wie es mir ergangen ist nach meiner USA-induzierten Zuckersucht. Also, ich denke, da bin ich nicht der oder die Einzige, der oder die im Urlaub zu viel isst oder so. Also, das ist halt schon so, dass ich oder auch andere dann sagen, okay, ja, ich lasse mich hier mal verwöhnen, ich will gut essen. Viele Leute, die irgendwo in Urlaub fahren, sagen, boah, das Essen war so geil. Also, irgendwie ist Essen im Urlaub schon eine wichtige Sache. Und das ist bei mir auch so. Und das war ja von vornherein klar, dass ich gewisse Restaurants frequentieren wollte. Was nicht so klar war, war, dass ich auch so viele vegane Süßigkeiten kaufen würde. Oder Orangensaft trinken würde, was ich ja zu Hause auch alles überhaupt gar nicht mache. Was ich auch außer Acht gelassen hatte wieder, war, dass wirklich diese amerikanischen Süßigkeiten, die sind viel süßer als unsere. Ich weiß nicht, ob doppelt so süß stimmt, aber 150% vielleicht doch. Ich habe das hier nochmal getestet mit deutscher Süßigkeit und oh mein Gott, die ist einfach viel süßer. Die sind viel süßer. Und mir war klar, dass ich natürlich wieder damit aufhören muss. Also, warum es so schlimm ist, zuckersüchtig zu sein, ist, und das war ursprünglich mein Hauptproblem schon, ich bin sehr lange nie 100% vegan geworden, weil ich Ausnahmen gemacht habe mit Schokolade und Eis. Es war immer Schokolade und Eis. Und nach meinem Aufenthalt im True North vor 4 Jahren, also wo ich halt gearbeitet habe, der Fastenklinik in Kalifornien, ist mir das klar geworden, dass es die Esssucht, also es geht nicht darum, dass ich nicht auf Schokolade und Eis verzichten kann. Es geht darum, dass wenn mir das irgendwo jemand präsentiert, ich nicht Nein sagen kann. Ich kann nicht Nein sagen, bevor ich mir rational überlegt habe, dass ich das eigentlich nicht essen will, weil es nicht vegan ist, habe ich schon gegessen. Und das ist genau wie Sucht. Das ist wie Sucht. Genauso habe ich es mit Zigaretten nämlich auch gehabt. Und nachdem mir das klar geworden ist, dass ich aus der Zuckersucht raus muss, konnte ich plötzlich auch durchgängig vegan sein. Ja, und das ist mir halt wieder passiert, dann jetzt hier in Deutschland, dass immer, wenn mir irgendwo Süßigkeiten, dann nicht vegane Süßigkeiten präsentiert wurden, meistens auf der Arbeit, natürlich, weil Krankenschwestern immer Süßigkeiten irgendwo rumliegen hatten, das ein Riesenproblem für mich da war. Ich habe das dann kompensiert mit Marmelade. Das ist ja keine Lösung. So, und ich wusste, dass das keine Lösung war. Das Problem war aber für mich weiterhin, dass ich noch Zucker im Haus hatte. Nämlich, weil ich diesen PB2-Ersatz gekauft habe. Das werdet ihr noch. Achso, das habt ihr gesehen. Das habt ihr gesehen bei meiner Rückreise. Ich bin dann nochmal zu Ralphs gegangen und habe dieses Erdnussbutterpulver gekauft, was ja um 70% irgendwie oder 90% oder so Fett reduziert ist. Was ich aber bisher nicht wusste, ist, dass da Zucker drin ist. Ich habe das Fett rausgeholt und das Zucker reingetan. So, und deswegen wollte ich noch nicht aufhören, Zucker zu essen, bis ich das aufgebraucht habe. Das hat 2 Wochen gedauert. Die 2 Wochen, die ich jetzt wieder da bin. Und gestern war dann der erste Tag, an dem ich keinen Zucker mehr gegessen habe. Und die Raus ist der Lustfalle Challenge habe ich vor 4 Jahren erfunden. Und da war es echt noch so, mit jedem neuen Entzug hatte ich 4 Tage lang Gelüste. Jetzt habe ich mich darauf vorbereitet, also ich habe das jetzt wirklich konkret nochmal beobachtet, weil ich ja gerade an einem Online-Kurs Raus aus der Lustfalle arbeite, der Ende April erscheinen wird oder veröffentlicht werden wird, besser gesagt, sodass ich nochmal komplett in mich gehe und mich beobachte, was passiert da eigentlich, wie war es früher, wie ist jetzt und so weiter. Was ich aber gelernt habe in den letzten 4 Jahren, oh Gott, das sind ja auch 4 Jahre, wenn man da nichts gelernt hätte, dann wäre es aber echt kacke. Es ist jedes Mal leichter, damit aufzuhören.
Und ich habe ja ich kenne mittlerweile die Strategien. Ich weiß, wie ich ticke, ich weiß, wie mein Belohnungssystem tickt, ich weiß, wie der Zucker tickt. Und ich war darauf eingestellt, oder ich bin darauf eingestellt, dass man einfach, man muss nur 4 Tage durchhalten. Wenn man 4 Tage durchgehalten hat, dann ist die Zuckersucht schon mal weg. Und dass die raus aus der lustvolle Challenge überhaupt nur 3 Wochen dauert, hängt damit zusammen, dass man seine neuen Gewohnheiten auch noch mal ein bisschen länger üben kann, quasi. Und was natürlich Zuckersucht triggert oder das Essen davon, ist, dass es da ist. Ne? If it's in your house, it's in your mouth. Oder if it's in your Krankenhaus, it's in your mouth. Für mich dann eher. Das Zeug läuft mir immer im Krankenhaus über den Weg. Also da kann man echt nicht arbeiten. Also wenn man im Krankenhaus arbeitet, dann isst man einfach nur Scheiße. Immer. Quasi. Die meisten Leute. Ich passe auf mich auf. Aber die anderen nicht. Alle anderen nicht. Auch die Ärzte nicht. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Und der zweite Faktor, abgesehen davon, dass es halt in der Umgebung ist, ist Stress. Stress triggert das. Und so weiß ich jetzt, wenn ich jetzt wieder feststelle, okay, ich bin zuckersüchtig geworden, ich weiß, worauf ich achten muss, damit ich da wieder rauskomme. Und zwar dann unglaublich schnell. Nämlich, ich muss mich möglichst stressfrei halten. Ich muss mich darauf einstellen, dass es 4 Tage geht. Ich muss mich darauf einstellen, dass es mir diese 4 Tage vielleicht beschissen geht. Denn Entzug führt zu Depri-Stimmung oder Genervtheitsgefühlen oder Müdigkeit und so ein Zeug. Und ich hatte da jetzt gestern totales Glück, denn das war der erste Tag seit meiner Rückkehr, dass in der Notaufnahme nicht alles brannte. Ich bin da im PJ ja gerade in der Notaufnahme und wir hatten gestern das erste Mal die Möglichkeit, dass wir so die ersten 1,5 Stunden nur mit der Pflege da saßen und gequatscht haben über Gott und die Welt, weil einfach kein Patient in der Notaufnahme aufschlug. Und zudem war da noch ein zweiter PJler neben mir. Ich muss nächste Woche die Abteilung wechseln, aber diese Woche halt noch nicht. Und somit blieb grundsätzlich weniger Arbeit. Ich habe mir dann auch fest vorgenommen, ich gehe früh ins Bett. Ich wusste, ich habe keinen Zucker mehr zu Hause. Und das lief dann total piecig, easy ab. Ich hatte keine Gelüste den ganzen Tag über. Ich habe mich einfach nur darauf fokussiert, dass es 4 Tage dauern kann und dass ich mich nicht stressen darf in dieser Zeit. Und dass ich gegebenenfalls auch die Zähne zusammenbeißen muss, wenn es emotional kacke wird. Das ist es nicht geworden. Naja, ja, und so geht das dann, wenn man weiß, wie das abläuft, wie das System geht. Wenn man einfach nur mal 3 Wochen die Raus ist und Lustvolle Challenge gemacht hat und sich kennengelernt hat, wie man tickt. Ich habe eine Facebook-Freundin, die mich vor 4 Jahren oder so angefreundet hat, weil die in der Starch Solution-Gruppe drin war und eigentlich Low Carb machen wollte, aber dabei nicht mehr abnahm und dann überlegt hat, soll ich zu Starch Solution wechseln? Nehme ich damit vielleicht ab. So, und die hat das Problem, die ist Limo-süchtig. Die hat es seit damals geschafft, von Zucker wegzukommen auf Süßstoff. Und seit 4 Jahren schreibt die mir immer mal wieder und sucht Rat, weil sie weiß, dass ich Ahnung von dem Thema Esssucht habe und weil sie auch weiß, dass sie süchtig ist nach Substanz und sie kommt da nicht von weg. Und seit 4 Jahren sage ich ihr, mach die raus aus der Lustfall-Challenge. Nur 3 Wochen sind das. Und sie will es einfach nicht. Sie will es einfach nicht. Und manche Leute ziehen dann halt vor, irgendwie 4 Jahre weiter zu leiden und sich zu quälen, anstatt einfach mal 3 Wochen lang raus aus der Lustfall-Challenge zu machen. Sich darauf einzustellen, einfach mal 4 Tage lang durchzuhalten. 4 Tage lang Disziplin aufzuwenden. Wobei in der Raus aus der Lustfall-Challenge ist es halt so, dass man für die ersten 4 Tage einfach die Gruppe hat, die einen nochmal antreibt. Gruppe ist so wichtig. Und was ich noch hatte diese Woche in der Notaufnahme waren, es kamen richtige Süchtige. Also Schlimmsüchtige, ein Alkoholiker und ein Benzodiazepinabhängiger. Und die schildern schlussendlich genau dasselbe, was unser eins halt auch erlebt. Nur ist das irgendwie krasser bei denen, glaube ich. Der eine Patient, der war halt in der Kindheit missbraucht worden, und hat nie gelernt, mit schlechten Gefühlen umzugehen, weil er logischerweise von seinen Eltern, ja, die Eltern haben denen wehgetan, anstatt dem zu trösten. In klein habe ich das auch erlebt. Also ich wurde halt dann nicht geschlagen, aber ich wurde angeschrien, wenn ich. Wenn ich weinte und eben nicht getröstet. Also, der hatte nicht gelernt, mit schlechten Gefühlen umzugehen und immer dann, wenn er schlechte Gefühle hatte, kaufte er sich Alkohol. Mittlerweile ist sein Herz hinüber, ist 50 Jahre alt. Und anderer, der, um keinen Alkohol zu trinken, sich dann Benzodiazepine auf dem Schwarzmarkt kauft.
Ja, aber noch ein bisschen älter, aber die sind halt mit dem Rettungsdienst zu uns geliefert worden und wir haben sie weitergeleitet in eben eine Psychiatrie zum Entzug. Und lieber wäre ich gewesen in der Psychiatrie zum Entzug, anstatt in der Notaufnahme, denn ich bin so frustriert darüber, dass alles, was Ärzte machen, eigentlich sinnlos ist. Und Zeitverschwendung und Geldverschwendung. Denn ich habe in einem Blogartikel mal dieses Gleichnis gebracht über den laufenden Wasserhahn. Also da läuft der Wasserhahn ist aufgedreht. Das Wasser läuft runter. Das ist der Vergleich zum Lebensstil des Patienten. Und das Wasser läuft alles auf dem Boden. Und auf dem Boden knien die Ärzte und versuchen, den Boden trocken zu machen. Ja? Und die entwickeln immer bessere Methoden, den Boden trocken zu machen. Also Geräte, die pusten und saugen und Sachen machen. Und Deiche an der Wand, wo das Wasser runterfließt von dem Wasserhahn. So. Aber kein Mensch kommt auf die Idee, mal den Wasserhahn auszudrehen. Also, weil in 80% der Fälle ist die Ursache dafür, dass der Patient überhaupt krank ist, dass man den Wasserhahn nicht zudreht. Dass man mit dem Lebensstil nicht aufhört. Und das deprimiert mich unglaublich und gibt mir gleichzeitig das Gefühl, dass das, was ich hier mache, so sinnvoll ist. Es ist zwar anstrengend, den Wasserhahn zuzudrehen, aber ich gebe nicht auf, weil das da unten auf dem Boden knien und den Fußboden trocken zu wischen, das ist Verschwendung meiner Zeit, Verschwendung meiner Ressourcen und Verschwendung meines Intellekts. Und man sollte die 8 Millionen Diabetiker in Deutschland zwingen, meinen Kanal zu gucken. Das wäre effiziente Ressourcennutzung. Nicht das, was wir mit denen machen. Aber das wissen die Ärzte ja selber nicht, denn wir hatten auch einen Arzt als Patienten in der Notaufnahme. Ein Orthopäde, ja. Der hatte einen ganz schlimm eingestellten Diabetes und hatte sich dann den Fuß verletzt und hat sich dann eine Infektion geholt und möglicherweise muss der jetzt amputiert werden. Und da kann ich nur sagen, ey, selber schuld. Du bist Arzt, du hättest besser wissen müssen, wo Diabetes herkommt, ey, Vollidiot. Typ 2er. Okay, Silke hat sich aufgeregt. Das war wieder ein Silke regt sich auf Video statt einem so wurde ich zuckersüchtig in den USA Video. Naja, egal. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt. Abonniert mich. Ich sag ciao. Bis morgen zu was ich esse. Eure Silke.